jeder Bäcker in Deutschland kann Ferhat anrufen. Fragt ihn, wer das Weizenbrötchen macht. Das ist geiler als von euch allen. Ihr seid alle Lappen. Und herzlich willkommen aus Wien. Es ist soweit, wenn den Ferhat-Döner heute testen, den angeblich besten Döner der Welt von Lukas. Wir steppen da jetzt hin, 45 Minuten Fußweg. Ich mache ein bisschen Tourguide, werde euch ein bisschen was zeigen auf dem Weg. Ich habe mir gutes Wissen angeeignet über Wien. Weitere Infos bekommt ihr gleich und wir sehen uns jetzt in Wien. Los geht's. Wenn ich über die Ampel gehen will, muss ich hier auch studiert haben. Wie funktioniert denn das Ding hier? Hier hinter ist das Parlament von 1850. Kaiser Klaus VIII. Hat damals hier Wien 1851 März der Dritte für unabhängig erklärt. Nur so nebenbei als kleine Info. Wie ich vermutet habe, ist das der Maria-Theresien-Platz. Hier soll angeblich Klaus VIII. Seine erste Frau entjungfert und auch geschwängert haben mit Drilling. Ja, habe ich auch gerade erst erfahren. Und es gibt übrigens auch in diesem Video wieder 50 Euro random, um den Algorithmus anzukuppeln. Unter den Kommentaren suche ich einen raus, einfach irgendwas, schreibt irgendwas rein und dann natürlich weiterhin eure Empfehlung. Wir haben jetzt 1000 Euro Gutschein. Ihr müsst jetzt sagen, wenn heute der Döner geknackt wird, was jetzt nicht unwahrscheinlich ist, ob ihr sagt, der Gutschein ist fällig. Ich würde sagen ja, aber schreibt es nochmal rein, wenn jetzt die Masse sagt nein, muss ich es mir anders überlegen, aber ich sehe Wien irgendwie, ja, ist jetzt nicht Deutschland, aber ihr wisst, was ich meine. So, jetzt geht's zu Ferhat Döner. Und wir haben hier jetzt den Ferhat. Ferhat, so viel von dir gehört, Lukas kommt gleich, ne? Vor einer Woche erst habe ich gesehen, dass ihr mit Holzkohle das ganz Holz macht, ne? Holz. Vier Jahre lang in der Luft getrocknetes Holz. Wir wollen nur die Aroma von dem Holz haben, ja? Okay. Deswegen muss es voll trocken sein. Und das geht ins Fleisch rein, das Aroma, ne? Natürlich. Also den Döner versuche ich so zu machen, so wie es in 40 Jahren draußen von dem Feuer gekocht worden ist, ja? Und ich werde das knallharte werden jetzt, ne? Okay. Jetzt ist vorher ein bisschen durcheinander. Ja. Dieses technische Fett. Ach, das macht nichts. Das macht nichts. Hast du das gesehen? Oh, ich sehe schon. Das sieht aus wie bei uns in Deutschland, sagt man Brötchen, sage ich immer. So richtig gutes Brötchen. Sauerteig, ne? Sauerteig, ja. Und das ist alles Handarbeit. Ich zeig's dir mal an. Ja, okay. Ein Messer bitte. Das Brot, ja? Okay. Siehst du, wie das knusprig das ist? Ja, knackig. Ja? Und wenn du das. Und innen. Traum. Das riecht wie das beste Weizenbrötchen überhaupt, kann ich euch sagen, so vom Geruch. Geil. Geil. Das sieht genial aus. Guck mal, wie die das hier, jedes Brot einzeln aufgeschnitten. Ah, jetzt legen die gerade das Holz hier rein. Nur Holz. Nur Holz, ja. Das ist das höchste Niveau. Ich weiß nicht, ob das mehr noch mehr geht. Ja, das kommt da perfekt. Wisst ihr, was mein großes Ziel wäre? Stellt euch vor, wir hätten einen Dönermarkt, wo es nur noch qualitativ hohes Fleisch gibt, weil es so einen Druck auf die Läden gibt, dass es nicht anders geht. Und das wäre für jeden einfach eine Wohltat, ne? Natürlich, sicher. Man muss fair und ehrlich sein gegenüber Menschen. Guck euch, da kommt das Monster-Ding an. Wir haben nie einen Nachschub. Ah, und in zwei Spieße, das war's. Genau, so ist es aus. Riecht schon so richtig schön nach Holz, wie beim Lagerfeuer. Glaubt mir, das ist ein ganz anderes Feeling als beim normalen Laden. Hat nichts damit zu tun, nichts. Seine Cousine aus seinem Dorf, wo er aufgewachsen ist, arbeitet auch hier. Und Cousin auch. Als wir 13 Jahre waren, haben wir zum Arbeiten angefangen. Genial, das schweißt zusammen, ne? Ja, sicher. Und zusammen nach Deutschland gegangen, zu Fuß wahrscheinlich, ne? Ah ja, wir sind in Österreich. Wir müssten auch so eine Toilette nehmen, nur mit Loch. Weißt du, wer hat das für denn so Dorffeeling gegeben von damals, weißt du? Kein Kommentar. Einfach ein Loch im Boden. Diese Show für mich, wenn man das hier sieht und das isst, ist unglaublich. So lieblich lecker das Brot. Könnt ihr auch jetzt nur ein Stück Brot essen, also dieses dünne, wisst ihr? Warum kommt genau diese Form, dieses kantige, dieses gerade vom Döner? Also bei uns dreht sich der Döner nicht. Bei uns sieht das Fleisch nur einmal den Feuer. Und wenn fertig ist, wird es abgeschnitten? Wird abgeschnitten. Schau mal, wie das Fleisch, wie das Feuer den Fleisch kühlt. Ja? Und die Aroma von Holz spürt im Fleisch. Wenn es nicht 4 Jahre trocken wäre, dann würde es rauchen. Und dann das beeinflusst den Fleisch. Sogar das ist extra aufwendig. Es ist Lamm und Rindermix. Richtig, genau. Ja. Aber nicht halal, ne? Doch, doch. Bei uns ist erste Linie halal. Ja. Okay. Und wir kaufen nur vom österreichischen Bauern, weil man hat das zu den Bauern vertrauen. Okay. Yeah.
danke dir. Ja. So, jetzt mal eben schnell ein kleiner Fleischprobierer. Das Fleisch ist der Inbegriff von Natürlichkeit. Du hast so einen ganz, ganz intensiven Fleischgeschmack. Genau diesen Fleischgeschmack, den ich suche. Du hast dieses geröstete Fett, was man von Grill kennt. Knusprig, kross, das beste Fleisch, was ich bisher gegessen habe. Und zart, richtig zart. Das ist unbeschreiblich. Wie man vom Grill kennt, wenn ihr zu Hause ein schönes Steak grillt und das Fleisch kross angebraten ist. Krass. Du müsstest in Deutschland auch einen Laden aufmachen, Pferd. Das wär's. Wir machen das zusammen. Echt? Ja. Hättest du Lust da, ganz ehrlich? Ja, also ich würde es schon gerne machen, weil alle meine Privaten sind in Deutschland. Ja, aber dann müssen wir ein bisschen teurer machen, den Döner. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr diesen Döner wollt, Ferhat und Holle Combination in Deutschland, dann schreibt es rein in die Kommentare. Wir versuchen alles, um es zu tun, Ferhat. Genau. Lukas, ehrlich gesagt. Grüß dich, Buddy. Wenn du noch mal in deinen Worten jetzt sagst, Lukas, was diesen Döner ausmacht, wieso das jetzt unter Umständen mein bester Döner in meinem Ranking werden wird. Weil einfach das Wichtigste von allem nicht in Vergessenheit geraten ist, der Spieß. Und in diesem Spieß steckt so viel Liebe, Arbeit, Zeit, Forschung, probieren, testen, machen, Geschichte, 15, 20 Jahre ausprobieren, Rezeptur anpassen, verbessern, bis ins letzte Detail einfach alles original gehalten, alles ausgearbeitet, Holzkohle, und dann stimmt einfach alles von vorne bis hinten. Man merkt, Lukas nimmt das auch mit sehr viel Leidenschaft. Ja. Ich glaube, dann können wir jetzt snacken, Lukas. Ne? Ich glaube, das Fleisch ist gut, oder? Auf jeden Fall. Ja. Das Brot hat genug Feuchtigkeit, das Fleisch hat genug Saftigkeit. Wir werden es ohne Soße essen. Einfach Tomate, ein bisschen Salat, Zwiebel, Fleisch. Genau nach meinem Geschmack. So machen wir es, Lukas. Guck mal, Lukas, ich bin jetzt anderthalb Jahre unterwegs, so viel Döner abgeklappert, um den besten Döner Deutschlands zu finden. Beziehungsweise ihn. Ich nehme das jetzt mit ein, ist mir egal. Generell den besten Döner zu finden. Und jetzt ist es soweit. Und ich habe vielleicht diesen Moment. Das ist für mich wie Weihnachten, Geburtstag. Alles gleichzeitig, alles zusammen. Sehr gespannt, wirklich. Ich freue mich auf deine Reaktion. Vielleicht sollen wir doch mit Soße machen. Wir riechen das besser, nein, als nein, mit so original probieren. Ich will auch so. Ich will, das Fleisch darfst du nicht schänden. Das darfst du nicht verfälschen. Genau, so ist es. Das ist wie wenn du Ketchup auf dem Steak hast. Ja. Ungefähr. Das hat meine Ex-Freundin gemacht. Habe ich das teuerste Fleisch von Aldi geholt, damals, Ribeye American Style. Und die macht Ketchup drauf. Ich habe mein letztes Hemd dafür gegeben und ich denke mir, nein. Immer wieder ein Genuss, ja. Wahnsinn, ja. Schmilzt einfach. Ja, ich hätte jetzt nicht bestimmt sagen können, das ist das Holz, aber den Geschmack, den ich jetzt habe, wird denn das Holz sein. Das ist anders. Einfach ganz anders, als ihr euch vorstellen könnt. Also ich hatte, bevor ich das probiert habe, noch nie was Vergleichbares. Dann nehmen wir jetzt einen Döner einfach her. Guck mal. Von diesem Brot mache ich dir Döner. Ja, von diesem Brot. Okay, ja, perfekt. Ganz frisch, ne? Ja, genau. Nur mit Zwiebeln, ohne Fleisch wahrscheinlich. Ohne Soßen, Tomate und Salat. Von jedem ganz wenig. Okay, machen wir. Ja. Das riecht einfach so lecker wie die leckersten Brötchen überhaupt, die ihr euch in euren Träumen erträumen könnt. Jetzt kommt unser Döner. Unsere Logo. Ah, sehr geil, sehr geil. Ja. Also nur wenig Zwiebeln. Bisschen Salat. Bisschen Salat. Dankeschön, danke. Bisschen Salz, oder? Ja, das ist das. Nur vom Feeling eben. So sieht er aus, Leute. So sieht er aus. Und man merkt, das ist leicht. Es ist fluffig. Das ist so leicht trotzdem, weil das Brot so luftig ist, das ist wie nichts. Kaum. Kaum. Warte. Dass der Geiste bist, wenn du alles erwischst hier. Jeder Bäcker in Deutschland kann Ferhat anrufen, fragt ihn, wer das Weizenbrötchen macht. Das ist geiler als von euch allen. Alle Bäcker, ihr habt euch alle gedisst, ihr seid alle Lappen. Wie ein Weizen, ein normales Weizenbrot, so intensiv im Geschmack sein kann, dieses Fleisch, diese Röstung, das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Das freut mich auch. Muss man einen riesen fetten Biss machen und merken, obwohl da keine Soße drin ist, nur Fleisch und Brot, dass es einfach nicht trocken ist. Trotzdem saftig. Es geht einfach runter, also du musst nicht viel kauen. Nach dem Motto, früher war alles besser, da war das Brot besser, weil ich weiß nicht warum. Ich bin in meiner Kindheit zurück. Auf diesem Motto wurde dieser Döner kreiert. Ferhat auf der Suche nach dem Geschmack seiner Kindheit. Die Geschichte, die der dieser Döner erzählt. Dieser Döner mit allen, der macht alles besonders. Eine Zwiebel ist eine Zwiebel. Tu sie herein und auf einmal ist es wie pures Gold. Voll. Ich sage es euch, krass. Die Zutaten, die drin sind, die merkst du, die spürst du, die kommen durch. Geht ihr hin, ihr habt
nur noch im Kopf diesen Geschmack. Der dringt wirklich, Real Talk, dieser Geschmack vom Fleisch dringt durch euren Kopf durch, durch alles, durch Leib, durch Seele. Ich fühle mich wie zu Hause. Ich bin angekommen. Ich fühle mich zwar immer noch wie bei Pferd, aber trotzdem lecker. Was den Döner kurz und knackig beschreibt, ist ein Brot. Das ist an Luftigkeit nicht zu übertreffen. Das ist leicht, hat trotzdem einen Eigengeschmack, einen intensiven, guten. Das ist Fleisch, was durchdringt. Was einfach durch seine Rauchigkeit, durch diese Note, wahrscheinlich durch das Holz, etwas herbietet, was man so nicht kennt. Ich habe es so nicht gekannt vor diesem Fleischgeschmack. Auch nicht im Steak. Ich hole mir lieber das. Das ist, wenn ich für euch ein Foodtour mache und ein Steak esse und sage, da fehlt mir der Geschmack im Fleisch. Das ist Geschmack. Ich muss hier in einer Sache enttäuschen, ne? Wir haben nicht den besten Döner Deutschlands gefunden. Wir haben, glaube ich, echt den besten Döner der Welt gefunden. Ich sage euch, das gibt von mir eine 9,7. Und ich weiß, manche kacken sich jetzt ein. Ich könnte auch eine 10 geben, aber die Hoffnung stirbt bei mir nicht, dass wir trotzdem irgendwann was Besseres finden. Es wird hart, Lukas. Sehr vernünftig. Eigentlich müsste ich das Ranking ausweiten, weil der, da können alle Dönerbesitzer einpacken. Der hat einfach. Ich sage, der hat nochmal einen Abstand so. Abstand. Also ja. Alleine Pamphylia, was ganz oben ist. Das Brot war auch geil, aber das ist nochmal endgegen das Fleisch. Also, ich habe noch nie in meinem Leben ein Fleisch gehabt, was so lange intensiv in meinem Mund drin geblieben ist. Der Geschmack, der bleibt da hinten drin. In zwei Wochen müsst ihr dir denken, ich brauche diesen Flavor wieder. Nicht mit Geschmacksverstärker, sondern mit Natürlichkeit einen Suchtfaktor auszulösen bei Essen, ist schon normal. Das ist unnormal, das ist ganz unnormal. Dafür sollte für Ferhat hier, und ich finde, das sollte jetzt offiziell wenn eine Statue errichtet werden. Ich errichte sie sonst, Mann. Ich danke dir, Lukas, Mann. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich das erleben durfte. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich von dem gefürchtetsten Döner-Tester Deutschlands auf jeden Fall die Bestätigung habe, dass ich mit meiner Behauptung richtig liege. Danke, Lukas. Danke euch fürs Zuschauen. Haut mir einen Kommentar rein. Gerne. Wie gesagt, 50 Euro Gutschein random. Für jedes Kommentar suche ich einen raus, einen Gewinner. Da gibt es 50 Euro Gutschein. Vielleicht mal mit Fern Dönerladen auf. Habe ich mit dem schon besprochen. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Peace.